Hi und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil der Videoreihe Messertests. In dem heutigen Video würde ich euch gerne mein Backup-Messer vorstellen, und zwar von Wenger, das New Ranger 55. Wenger ist ein Schweizer Taschenmesserhersteller, der 1893 gegründet worden ist. Allerdings stand die Firma 2005 vor der Insolvenz und wurde von einem anderen großen Schweizer Taschenmesserhersteller, Victorinox, übernommen. Und seit 2013 gibt es auch keine Messerserie von Wenger mehr. Das läuft dann jetzt alles unter dem Namen Victorinox. Aber jetzt kommen wir mal zu den Details von dem Messer. So, dann schauen wir doch mal, was das New Ranger 55 so alles zu bieten hat. Als erstes, die Grifflänge beträgt 12,5 cm, ist somit schon mal eins der größeren Taschenmesser. Die Schalen sind aus Kunststoff, machen eigentlich einen ziemlich guten Eindruck, muss ich sagen. Im oberen Bereich ist hier ja so ein Rautenmuster für eine bessere Griffigkeit auf beiden Seiten angebracht und der untere Teil ist recht glatt. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn es dann doch mal feucht ist oder man schwitzige Hände hat. Ich muss sagen, meistens wenn ich mit einem Messer arbeite, habe ich sowieso gummierte Arbeitshandschuhe an, deswegen hatte ich damit eigentlich noch nie ein Problem. Gut, an dem Taschenmesser ist natürlich eine Klinge dran. Die hier hat einen Flachschliff und die Klingenlänge ist 10 cm. Die Klingenstärke beträgt 2,5 mm. Und das Messer hat hier auch noch so eine Riffelung, damit man eine schöne Daumenauflage beim Schnitzen hat. Wie gesagt, der Flachschliff ist natürlich zum Schnitzen und so wunderbar geeignet. Und die Schärfe ist eigentlich auch ganz okay. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal im Einsatz gehabt. Habe es auch noch nicht nachgeschliffen, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie das ist, aber wie man sieht, musste ich das bisher jetzt auch noch nicht nachschleifen. Die Klinge ist ausgeklappt arretiert und hat auch wirklich wenig Spiel, also ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Arretiert wird es mit so einem sogenannten Linerlock oder einer Seitenfederverriegelung, die ich über diesen Button wieder lösen kann. Vielleicht sieht man es, wenn ich hier drauf drücke, wie sich die Arretierung wieder auf Seite schieben lässt. Ja, noch dran ist eine Holzsäge, auch mit einer Länge von 10 cm. Das war eigentlich mit ein Hauptgrund, warum ich mich für das Messer entschieden hatte. Ich wollte einfach ein Taschenmesser oder ein Backup-Messer dabei haben, das eben eine Holzsäge mit dabei hat, weil es doch ja, bei manchen Aktivitäten, wenn man mal für sein Lager oder ähnliches Holz auf bestimmte Länge machen muss, ist es doch viel, viel leichter als mit irgendwie einem Messer das zuzuschlagen über Betoning oder Ähnlichem. Genau, deswegen die Säge. Ja, wie man sieht, die hat hier eine Doppelverzahnung und meine ersten Tests damit waren eigentlich auch sehr positiv. Die Säge allerdings ist nicht arretiert. Ja, was ich noch mit dran habe an dem Messer, ist einmal ein Dosenöffner, der auch wirklich sehr, sehr fest und stabil ist und sehr, sehr spitz. Also damit sollte es kein Problem sein, eine Dose zu öffnen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Kapselheber oder Flaschenöffner, der hier vorne noch einen Flachschraubendreher dran hat. Und hier ist so eine kleine Einbuchtung, ein Halbkreis. Damit sollen wir ein Kabel abisolieren können. Kann ich noch nichts zu sagen, habe ich noch nicht getestet, aber bisher auch noch nicht gebraucht. Ja, auf der Rückseite von dem Messer obligatorischer Korkenzieher natürlich, wie bei den meisten Taschenmessern. Und noch eine Ahle. Hier unten am Messer ist noch so ein kleiner Schlüsselring dran, wo man eventuell ein Lanyard befestigen kann oder auch ein Karabiner, um das Messer eben an seiner Ausrüstung schnell zu befestigen. Vom Gewicht her, das Messer wiegt ungefähr 150 Gramm. Also wie gesagt, schon ein etwas größeres Taschenmesser, aber das Gewicht, ja, wie gesagt, es liegt gut in der Hand, eigentlich kein Problem. Also ich finde es jetzt nicht zu schwer oder so.
Ja, das New Ranger 55. Hi und willkommen zurück. Wie ihr seht, ich bin jetzt mal schnell raus, eben für einen kurzen und kleinen Praxistest mit dem Wenger New Ranger 55. Und als erstes würde ich mir gerne mal die Sägefunktion anschauen. So, ich habe mir mal ein größeres Stückchen Ast gesucht. Ja, das wird so 4-4,5 cm im Durchmesser sein. Und ja, mal schauen, wie die Säge das Ding so handelt. Beim Sägen natürlich immer darauf achten, mit möglichst wenig Druck zu arbeiten. So verklemmt man nämlich die Säge eher. Einfach sozusagen die Säge für sich selbst arbeiten lassen. So, Zängchen. Wunderbar. Sehr schöner Schnitt, recht glatt, natürlich bis hier ans Stück, wo es dann weggebrochen ist, der Ast, aber sagen, ja, ohne große Kraftaufwendung hat es das geschafft. Gut, im nächsten Schritt kommen wir mal zur Klinge und schauen mal, wie die sich so verhält. Sieht, geht richtig schön ins Holz, und richtig große Flecks abschneiden. Wunderbar, feinere Arbeiten, kein Problem. Das Schöne hier mit dieser Daumenauflage. Hier ist auch kein Problem, Feathersticks oder ähnliches herzustellen oder ja, Kerben zu schnitzen, zum Beispiel im Fallenbau oder für Halterungen über dem Lagerfeuer, um seinen Kochtopf oder ähnliches aufzuhängen. Gar kein Problem. Ja, wie gesagt, für Betoning oder so würde ich das nicht nutzen, schon allein, weil es einfach ein Klappmesser ist und kein Fulltang eben besitzt. Aber sagen wir mal, für die typischen Aufgaben absolut super, das Messer. Ich denke, ja, Schraubenzieher, Flaschenöffner, Dosenöffner, das Ganze spare ich mir zu testen, da ich das hier draußen auch nicht unbedingt immer brauche. Mir ist wichtig, dass das Messer gut funktioniert und wie gesagt die Säge. Ja, das soweit zum Praxistest mit dem Wenger New Ranger 55. Ich bin absolut zufrieden.